Warum stoppen wir den Klimawandel nicht einfach? Auf den ersten Blick scheint es ja relativ simpel zu sein. Treibhausgase verursachen diese globale Erwärmung. Die Folge: viele Teile der Erde werden für Mensch und Tier in Zukunft unbewohnbar sein. Also, warum verhindern wir das nicht einfach, indem wir unsere Emissionen drastisch reduzieren? Darum geht es in diesem Video. Statt mit dem Auto oder dem Flugzeug zur Arbeit oder in den Urlaub zu fahren, könnten wir dafür auch einfach das Fahrrad oder den Zug nehmen. Und fossile Energieträger wie Kohle und Öl sollten wir sowieso schnellstmöglich ersetzen, zum Beispiel durch erneuerbare Solar- und Windenergie. Auch Fleisch verursacht in seinem Herstellungsprozess viele Emissionen, mehr als die meisten vegetarischen Lebensmittel. Ebenso sollten wir mehr darauf achten, welche Luxusgüter wir kaufen, wo sie herkommen und ob ihr Produktionszyklus nachhaltig ist. Zweifelsfrei muss so oder so ähnlich die Zukunft aussehen, wenn wir den Klimawandel noch abmildern wollen. Aber warum gibt es dann so viel Diskussion und Uneinigkeit darüber? Dafür gibt es viele Gründe, die ich euch jetzt mal in vier Gruppen zusammengefasst habe. Erstens verschiedene Prioritäten. Die allermeisten Menschen sind sich einig, dass sich in Sachen Klimaschutz noch viel bewegen muss. Manche Leute wollen aber schlichtweg nicht auf ihren momentanen Lebensstil verzichten oder glauben nicht an die Folgen des Klimawandels. Doch neben der persönlichen Einstellung hängt es oft auch von vielen weiteren Faktoren ab, wie klimafreundlich jemand lebt oder leben kann. Je nach Wohnort, Beruf und verfügbarer Zeit können viele Menschen zum Beispiel nicht auf ein Auto verzichten. Eine große Rolle spielt aber auch das verfügbare Geld. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Zweitens, politische Entscheidungen. Am Ende ist es für viele Dinge wichtig, was die Politik in einem Land den Menschen ermöglicht. Das gilt gleichermaßen für zum Beispiel die Energieversorgung oder die Mobilität. Es ist insbesondere die Verantwortung der politischen EntscheidungsträgerInnen, um klimafreundliches Leben in einem Land möglich und bezahlbar zu machen. Ihre Aufgabe ist es, die richtigen Maßnahmen zu treffen und an den richtigen Stellen Geld zu investieren. Das darf niemals von persönlichen Interessen abhängen, sondern sollte die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung widerspiegeln. Leider sieht die Realität im Moment ganz anders aus. Drittens, falscher Fokus. Alle Maßnahmen für Klimaschutz, die bisher in diesem Video genannt wurden, sind richtig und wichtig. Aber es gibt viele weitere Quellen von schädlichen Treibhausgasen, wie zum Beispiel Müllhalden, die Landwirtschaft oder das Militär. Sie tragen ebenfalls stark zum Klimawandel bei und werden zudem oft unterschätzt. Zum Beispiel sind die jährlichen CO2-Emissionen des US-Militärs höher als die von ganz Schweden. Die globale Erwärmung ist, wie der Name schon sagt, auch wirklich ein globales Problem, das wir nur mit globalen Bestimmungen, Gesetzen und Verpflichtungen aller Länder in den Griff bekommen können. In diesem Punkt ist auch wieder die Politik gefragt. Viertens, alles hängt zusammen. Nehmen wir das Beispiel Elektroautos. Würden wir ab jetzt nur noch mit E-Autos fahren, wäre das zwar gut für die Umwelt, aber damit allein wäre es nicht getan, wenn wir sie weiterhin mit Strom betreiben, der zum Beispiel aus Kohle gewonnen wird. Wenn es keine entsprechende Infrastruktur gibt, um sie zu laden. Wenn wir unsere Straßen weiterhin auf dieselbe Art und Weise bauen oder die Herstellung, das Recycling und die Kapazität von Lithium-Akkus nicht verbessert werden. Das ist nur ein Beispiel. Aber auf diese Weise hängen viele der Themen, die wir sonst nur einzeln betrachten, ganz eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Wir haben jetzt ein paar Gründe gehört, warum wir den Klimawandel nicht einfach so stoppen. Aber Fakt ist auch, dass die Menschen immer noch die Möglichkeit haben, die Kurve einigermaßen zu kriegen. Dafür brauchen wir richtige und gute Entscheidungen aus der Politik. Zum Beispiel einen großflächigen und schnellen Ausbau von erneuerbaren Energien. Oder auch einfache, aber trotzdem relativ wirksame Maßnahmen wie zum Beispiel ein Tempolimit. Viel Zeit bleibt dafür aber nicht mehr. Time is up.